Hallo liebe Chili Gang! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arc Extinction! Ah! Und wir haben heute, was ganz Spezielles vor. Nämlich wollen wir einen komischen Eisdrachen zähmen, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, aber das kann wahrscheinlich keiner. Magmarmere. Ah, so heißt ja, der. So spricht ja, man das offiziell aus. Da bist du dir ganz sicher, dass es so richtig ist? Ganz sicher. Okay. Das war's dann, komplett. Nehme ich das so hin. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier so ein bisschen was vorbereitet, wo wir nicht genau wissen, ob das so klappen wird, wie es geplant ist. Ich befürchte nein, aber... Im Prinzip so eine Giga-Falle, im Prinzip. Also so haben wir auch Gigas gezählt zumindest. Also Bärenfalle in die Mitte, ein paar Tore drumherum. Lassen wir da reinlaufen und dann hoffen wir, dass das alles so läuft. Ne? Ich bin gespannt, ob wir den da reinkriegen. Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt. Auf jeden Fall... Würde ich erstmal ganz gerne wieder einen finden. Wo sind die alle hin, Mann? Die kriegen die ganze Zeit auf den Sack. Ihr habt es noch gar nicht so richtig gesehen. Aber jedes Mal, wenn man einen sieht, stirbt er gerade. Ja, ja. Kämpft also gegen irgendwas. Die kämpfen halt gegen alles. Und sterben dann. Ist gut. Also ein Dodo würde die auch... Nein! Nein! 100er Snow-Old. Au! Ja, ja, nice. Dann lass uns doch den... Ich bin nicht runtergefallen. Nee, nee. Hilfe. Ich hab alles eingefroren. Auch die Schneeeule? Ja. Oh, bitte, Eule! Ach, da vorne war die. Nein, Hilfe! Die war. Oh nein. Oh Gott. Was los, Dizzy? Ja, ich brauch Hilfe. Drin? Nein, welche? Nein, nein. Ich hab den Wolf. Hol deine Eule, renn weg. Ja, oh. Ja. Ah, ich bin eingefroren. Ja. Oh ja, das war. Das war Jones. Ach so. Ja, ja. Oh, Grip! Ich hab nur helfen wollen, oh nein. Der Wolf rennt weg, der eine. Ah! Ja, was ist doch hier passiert, wir müssen hier raus. Ich bin ja. Hier raus. Oh ja, 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 ja. Tschüss, Team. Oh, holy shit, so ich Schaden, bin aus Versehen ja? Abgestiegen, ey. Das war vielleicht nicht so glücklich. Das war pure Absicht. Hier ist die 100er Eule. Ja, eigentlich, ich musste die auch mitnehmen. Aber man kann die ja nicht bowlern, was wir festgestellt haben. Von daher. Ja, danke für den Tipp. Von daher ist das gar nicht mal so leicht, ey. Lass mal erst noch so Drachen gucken. Ich will gucken, ob unsere okay. Falle funktioniert. Ja. Die Eule. Die Eule kriegen wir schon wieder. Weißt du was? Ich friere die jetzt ein und ihr setzt da Tore drum. Um die Eule? Ich habe keine Tore einstecken. Wölfe, ne? YOLO. Ja, aber die Wölfe sind dann auch drinne. Das stimmt. Das bringt nichts. Wir müssen den Agro von der Eule ziehen und dann... Oh Junge, das ist so nervig. Diese Wölfe sind echt Biester, ey. Lass uns mal versuchen, die Eule mitzunehmen. Agro. Ja, ich versuch schon. Ah ja, irgendjemand hat Agro. Okay, ich hab nicht viel Stamina. Au! Zieh die mal zu der Falle, wenn's geht. Zu der Falle? Boah, die hat von mir abgelassen, oder was? Naja, die ist an mir dran. Au! Ja, zur Drachenfalle. Ja, ja, okay. On my way. Vielleicht bleibt die sogar in der Bärenfalle stehen. Meinst du? Soll ich mal durchfliegen? Ich wollte sagen, kannst du ja mal probieren. Einfach. Ich habe ja auch 6 Gates in der Tasche. Ich könnte da auch Gates reinsetzen. Ja, warte, nee, sonst bleibt man stehen. Ich gehe mal weiter runter, ich friere den ein. Und Jones baut einfach Tore drumrum. Alles voll. Ich hab 5 Stück, aber ich probier's. Okay, und da. Schneller! Ich hab kein Stamina mehr. Dizzy, du kannst. Ich kann nicht, ich bin eingefroren. Oh shit. Ich hab Dizzy noch mal eingefroren. Aua, der jagt mich. Nee, der ist an mir. Der ist, fliegt weg. Okay. Der Lappen. Der will nicht mehr eingefroren werden. Kriegst du den da rein? Warte mal, ich setz ganz vorne ein Tor rein. Und diesmal lasse ich. Ich bin ein Troll, Alter. Oh. Was machst du schon wieder für Sachen? Ey, weil das Ding ist. Komm, Eule. Au! Ich komme. Diesmal lässt du weniger Raum dazwischen, meinst du? Ja, viel weniger. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Und ich guck mal nach dem Drachen. Au! Ihr beide habt das schon im Griff. Wir kriegen das mit hin. Kriegst du ihn da rein? Go! Oh nein, hier hinten ist auf! Da, das geht auch, wenn du rausgehst. Ja. Du musst da vorne raus also, und ich versuch das dann schnell zuzumachen. Oh, Level 8 sogar richtig. Oh, Rip! Oh nein, jetzt
geht da raus, Alter. Jetzt jagt er mich, ja, oder was? Nice. Okay, lass mich mal. Geh mal diese raus. Drachen, die werden einfach von alles so in ihm verprügeln. Gibt's die Drachen auch in Gut? Wo ist der denn? Die Drachen gibt's auch in Gut, Matschi. Oh nein, der fliegt weg, oder was? Oh. Hauptsache, wir hatten die ganze Zeit Drachen hier, ne? Ja, hatten wir? Irgendwie tot. Wir hatten 5 Stück oder so um uns rum. Ach so, die meinst du? Ja, stimmt. Jetzt sind auf einmal keine mehr da, oder was? Ja, kein einziger. Ich sehe niemand. Ich guck auch nochmal mit. Hier ist noch eine 70er-Eule. Wo ist die 100er? Ist die andere tot aus? Nein, die ist irgendwie weg. Ich finde die nicht. Was? Oh, ich kann auch nicht alleine lassen. Die ist irgendwie weg. Ja, die ist weggeflogen. Ich weiß aber nicht, wohin. Warte, ich glaube, ich hab sie. Okay. Wir müssen da, die da zu Fuß rein. Ich hab sie, ich hab sie. Kannst du zu Fuß da auch raus aus der Lücke, weißt du? Die kommt. Oder ich komme. Schließt das eine Tür komplett. Also ich hab das jetzt, das eine auf manuell gemacht. Oh, das ist ein Drache, das ist ein Drache. Mach das eine auf. Greif doch nicht die Mammuts an, du bist nur Level 4, du bist auch noch Larry. So, und dann mach direkt zu. Hä? Ja, als ob die jetzt ab... Oh Leute, Gott! Wäre ich nicht leicht, Mann. Ich würde tatsächlich fast sagen, wir machen einen Cut. Ja. Hol den Drachen ran, ihr holt in der Zeit die Eule, da macht ihr da fertig. Genau. Und dann kommen wir wieder, oder? Würde ich auch sagen. Die okay. Bis gleich. Alles klar. Bis gleich! Bra! Hey Leute, wir sind wieder hey, zurück. Na, was geht na, so? Was geht? Lizzy, hast du uns sowas zu erzählen? Ich bin vielleicht ein bisschen gestorben und, also nicht gestorben, ich hab's überlebt, aber alles ist am Arsch und Elfriede ist gestorben. Aber, ja, Elfriede. Aber wir haben eine neue Elfriede. Ja, Elfriede 2.0 ist ja schon am Start, Leute. Und sie also, sieht gut aus. Echt? Guck mal, die hat ja. Oh Junge, die sieht ja richtig sick aus. Ja. Ich hab mich angeguckt. Hauptsache, die steht hier die ganze Zeit vor mir und ich hab mich noch gar nicht angeguckt. Junge, die sieht richtig nice aus. Junge, ja, Mann. Lila grün, Alter. Richtig lecker. Heb mal ab, innen in den Flügeln. Das sieht auch richtig schnell aus. Junge, Elfriede 2 ist einfach viel schöner ja, als Elfriede 1. Also, Ruhe im Frieden, Elfriede, aber Elfriede 2 ist würdige Nachfolgerin. Ich wollte sagen, eine sehr würdige Nachfolgerin. Und wir haben etwas gefunden. Also wir haben jetzt eine neue Drachenfalle aufgebaut und wir haben einmal hier einen Drachen in der Luft rumbacken, komischerweise. Der ist Level 55. Und wir haben hier einen Drachen in der Luft rumbacken. Der ist Level 108. Oh, ach doch, da, null. Da ist 108 da. Ist also ich würde erstmal testweise, ob unsere Falle überhaupt funktioniert, den 55er nehmen oder was auch immer. Ja. Der 55er. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hallo Mr. Drachensir. Hey? Blatt, gib ihm. Hauptsache, ich bin halt direkt vor dem und der hat trotzdem keinen Bock. Guck mal! Ich flieg halt in dem. Kann sie ihm hauen? Ja, ich hab ihn gehauen. Ja, jetzt fällt er runter. Oh ja. So ganz langsam aber sicher. Ich wollte gerade sagen, der ist nicht so sehr schnell unterwegs. Der macht so ein bisschen den Moonwalk. Ey, komm mit Drachi rein. Thriller! Kannst du mal Agro werden? Thriller, nein! Ich wollte sagen, werd mal bitte Agro-Kollege. Der sieht aber auch nice aus. Ja, der Mann. Sieht auch richtig gut aus, Mann. Oh. So. Oh nein, da sind Wölfe. Oh, jetzt. Ich versuch die wegzuziehen. Okay. Warte, warum läuft er so? Er läuft mega langsam. Der hat keinen der Bock. Der ist überladen. Vielleicht. Wo will er hin? Er will zu den Wölfen, ich hol die Wölfe weg. Nein, der will nicht zu den Wölfen. Oh Junge, ich dreh den gleich. Er geht in die Falle, er geht in die Falle, er geht in die Falle. Er läuft einfach selber rein. Hä? Er ist auf dich, Akko. Oh ja. Dann lauf du rein. Aber ich hab nur noch ein Tor. Er ist drin! Okay. Oh nein, ich hab nur ein Tor! Warte. Dizzy. Ja. Ich hab eins über seinen Rücken gesetzt, boah, nein, boah, nein. Ich kann ihn sonst auch nochmal einfrieren. Oh, ist er drin? Keine Ahnung. Sieht so aus. Ja, aber wir können nicht. Wir müssen ihm noch alles oben drüber setzen. Oh nein, Dizzy hat die ganzen Tore. Ja, ich bin dabei. Und ich bin schon ein scheiß Ding. Oh nein, was passiert hier? Elfriede ist nicht passiv. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Okay. Oh, hä? Was passiert? Er backt raus oder was? Nein, er backt raus! Oh nein. Oh, schieß drauf. Oh, dieses doofe Dreckzieh von Schwein hier. Das kann doch nicht sein. Ich schieß schon mal auf den Drachen, der ist Agro auf mich. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass er auf Dizzy Akku ist, weil Dizzy ist nackt. Ja, ich bin nackt und krieg eins auf die Fresse, aber ich bin bald tot. Ah, jetzt ja, hat er keinen Bock mehr. Ich kann dich healen. mit der Eule. Oh Junge, ich hab die ganze Zeit dieses dumme Kackding am Arsch. Elfriede, lass uns den Drachen holen. Oh, ich werde von irgendwas gehauen hier über dem Schwein. Ja, hier ist einfach alles, was böse ist. Oh, da ist noch ein Wolf. Willst du nochmal die Falle wieder aufmachen? Ja, ich lock ihn wieder an. Lock mal die ganzen Viecher weg, ich mach die Falle auf, ich mach eine neue Bärenfalle rein. Er kommt wieder. Echt? Echt? Oh mein Gott, dieser dumme... Komm her, Hater. Okay, das macht einfach keinen Sinn, gegen die zu kämpfen, weil die ganze Zeit geheilt werden. Ja, jetzt der macht kann uns auch heilen. Hier, Alter, der eine ist gleich tot. Okay, Wolf ist tot. Irgendwie hat er keinen Bock, der Brudi. Der greift nicht mehr an. Jetzt kommt er zu euch, pass auf. Was? Warum? Egal, meine Eule kann ein bisschen was wegstecken. Zur Not. Oh, ich hab drüber geschossen. Hat jemand viele Tore? Drei. Schießt du drauf? Ja. Ich versuche den hier reinzuziehen oder so, aber ich glaube, das geht nicht. Oh, der Schwein. Mann, dieses Schwein, Alter. Ja, die sind so nervig. Oh, ich könnte einfach eine Demo gar craften, egal. Schießt einfach drauf, vielleicht. Oh, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab, ich glaube, der hat zu viel Torpor oder was? Elfriede! Ja, hier stehen so viele Tore, komm weiter. Naja, okay, der hat 1000, also 1k von 3,5k. Und der hängt hier, der backt hier fest. Der backt fest? Ich ja. Der backt hier fest. Komm her. Oh ich Gott. Ich versuche auch schon. Ja. Glück gehabt. Ja, nice. Soll ich versuchen, dem noch einen Torschnitt drüber zu setzen? Oh ja. Oh, oh RIP. RIP. Ich bin fast tot. Das ist der 55. Ich mach hier einfach. Ja, war gut, glaube ich. Au! Ich hab dich, glaube ich, oder? Du hast mich eingefroren. Ja, egal, ich hab doch diese Healing, Mann. Ja, Mann. Mehr Healing ist mehr Healing. Wir sind so organisiert. Au! Ja, wir machen nochmal so. Alles wird gut. Okay, alles wird gut, Dizzy. Renn weg. Okay, du kannst. Ich kann gerade nicht. Ich stell mich mit Dizzy rein. Okay, der okay. Eine, der au! Du! Aua. Ich stell dir nochmal eine Bärenfalle auf. Ich bin tot. Schweine. Nein! Warum? Oh. Machi! Ja, hier! Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt weitermachen soll. Der 55er rennt weg gerade. Lauf, du siehst auch gleich. Ich kann nicht. Ich stell mich davor. Ja. Wo ist Elfriede? Ah, ich hab den Drachen. Ich friere den ein. Oh nein, ich friere dich ein. Nein! Nein, ich hab doch keine Stamina! Ich kann nichts machen. Okay. Ich bin stuck hier drin. Ich hab den Drachen eingefangen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Wieso kommst du weg? Ich bin stuck, Alter. Lass mich hier raus! Ja! Junge, ich hab Gott und. Alter! Elfriede! Oh, Elfriede, bitte! Bitte! Ich hab den Drachen! Oh Gott sei Dank! Aber mach schnell! Ja, ich muss auf die Eule! Ja, pfeift den doch! Du hast ihn die ganze Zeit auf Eule! Okay, bin drauf! Okay, ich mach nochmal eben! Holy moly, was ist hier los? Lauf, bitte. Okay. Ich leg den 55er jetzt, ne? Tu es. Wer hatet mich nur ein bisschen? Ja, irgendwie echt. Ich wollte gerade so schön in Ruhe eine Falle aufbauen und dann passiert sowas, ey. Kann ihn bitte jemand anschießen? Kann man von der Eule schießen, dann kann man nicht. Nee, leider. Der 55er, der ist schon 80%. Oh, Junge, was passiert hier, Mann? Ich wollte doch einfach nur da eine Scheiß. Da ist er wieder! Oh mein Gott, Alter, genau in dem Moment, wo ich gerade wegfliegen will, okay. Ja, ich bin der Tank. Okay, weitermachen. Rennt mich Tank. Wie oft ich den Arsch gerettet hab. Oh ja, Junge, das war jedes Mal so knapp. Ah! Wo ist er hin? Da oben. Oh, ja. Der hatet halt richtig.
gerade. Jetzt hab ich dich aber angeschossen. Ja. Oh nein, noch ein Drache. Level 108, was verdammt, zum Teufel. 108 greift hier. Ja. Den müssen wir unbedingt fangen gleich. Ja, machen wir wieder Schaden. Oh Junge, was geht denn bei dem? Oh Junge, genau den Moment zieht er runter, nein. Das krasse ist, der 55er braucht vielleicht noch einen Dart, Alter. Okay. Nice. Hab ich wieder, oh, er rennt, oder? Ne, ich glaube, der hatet wieder. Oh, der 108er hat mich eingefroren. Oh, pass auf, Machi. Er springt erstmal voll auf mich drauf, holy moly. Ich hab keine Darts mehr. Er rennt. Jetzt weg. Jetzt haut er ab. Er liegt! Nice! Das ist so ein 15er, okay. Jungs, ich hab hier ein Problem hinter mir, ne? Ja, Wechsel ist ja 108, okay. Okay, ich baue die Falle neu auf. Ich gehe zu dem 55er, der liegt auch fast nämlich. Okay, dann haben wir drei Stück direkt. Oh mein Gott, dieses dumme Schwein, ne? Das regt mich so auf. Oh, auf, Alter. Ja, du sagst es. So auch mit den Schweinen. Ja, die sind hier 100.000 Stück. Ja, aber du kannst halt auch nichts gegen die machen. Oh, der Drache ist gezähmt, fertig. Ja. Was zum Teufel? Was? Ja, der ist fertig. Und ich habe deine Eule noch voll, wow. Oh, ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert, wo die ist. Ah. Ja, ich habe die aber. Oh, Junge, wir haben schon mal eins. Nice. Okay, ja, so bringe ich dir die eben wieder. Jones, du hast immer noch den 108er am Arsch, oder was? Nee, der hat von mir abgelassen, aber der ist direkt bei euch da in der Nähe gewesen. Da kommt schon wieder so ein Schwein. Lass Euli in Ruhe. Ja, echt, Euli kann gar nichts dafür. Hey, Junge, wir verprügeln das jetzt bitte, okay? Hier ja. Ist noch ein 68er. Oh, der Drache, der haut mit drauf. Der hat Bock. Der hat richtig Bock. Der will kämpfen. Oh Junge, so cool aus das Ding, Mann. Ja, Mann. Und der macht doch Schaden. Der 55er haut die ganze Zeit ab. Der rennt um sein Leben. So, neue Bärenfalle dahin. Und alles wird gut. Jones, alles easy? Ja, mal gucken. Mal gucken. So, jetzt musst du nur noch wissen, wo der 108er ist. Aber das sollten wir auch irgendwie noch hinkriegen, denke ich. Aber ich würde sagen, sonst machen wir erstmal einen Cut und gucken wieder, wenn wir die gezähmt. Oh mein Gott, die Ja, würde ich auch sagen. Guck dir mal die Euli an. Komplett rot, Alter. Oh, ich hab den 55er gelegt. Endlich. Nice, Mann. Dann brauchen wir nur noch die 108er. Die 108er brauchen wir auch noch, Mann. Okay, ja, ich würde sagen, wir kommen wieder, wenn wir alles soweit haben, oder? Ja, bis gleich, Freunde. Bis gleich. Bra! Hey, na. So, Leute, wir sind wieder zurück. Hey, na. Es geht. Und wir haben alle einen. Und tatsächlich haben wir den 108er auch gehabt. Ja. Diese Jump. Aber es ist vielleicht ein Unfall passiert. Ein Missgeschick. Vielleicht waren da ein paar Wölfe. Vielleicht hat der unseren 108er Drachen gefressen. Der aber wir, aber ja. wir haben jetzt trotzdem welche und die sehen echt sick aus. Ja, aber so. Die sehen alle unterschiedlich echt, vor allen Dingen. Ich wollte gerade sagen, wir haben echt schöne Farben. Holy shit, Jones! Den habe ich ja noch gar nicht. Mal die Kamera beim Gucken. Alter! Die Farbe ändert sich. Ja! Was zum Teufel? Ja, was zum Teufel? Jetzt ist das ganz pink. Jetzt ist das so gelb pink. Flickflack-Lackierung oder was? Richtig nice aus. Ja, woher holst du das her, Alter? Ja, nice. Bei meinem auch so? Hier, soll ich eure auch grün? Nee, alles gut, danke schön. Ist umlackiert. Also das Ding sieht halt unnormal cool aus. Ja, Mann. Richtig geiles Ding. Das Gesicht ist so krank. Und hier, die können auch so ein bisschen springen und nochmal springen und so hier so rumspringen und... Junge, guckt ihr das an! Aber die haben echt wenig Stamina, Mann. Also mein Stamina ist jetzt schon wieder komplett leer. Oh, ja, meine auch. Ja, naja, fast. Stamina ist echt ein Problem, Alter. Stamina ist ein richtiges Problem bei den Dingern. Aber ich würde fast sagen, dass wir euch in der nächsten Folge mal zeigen, was die Boys so können. Was die Typen so richtig können, wollte ich gerade sagen. Und euch mal alles erklären und so. Und ich würde fast sagen, dass wir da vielleicht in die Wüste gehen, weil wir waren jetzt im Untergrund unterwegs, wir waren jetzt im Schneegebiet unterwegs. Und jetzt würde ich sagen, wir haben mal Wüste dran, oder? Ja, Mann, gucken wir uns die Wüste mal genauer an. Ich bin nackt und ich bin stolz drauf. Irgendwie wirst du jedes Mal am Ende der Folge nackt. Ja, ich weiß auch nicht. Woran hat's gelegen? Ich würde sagen, nächste Folge Wüste mit den Kollegen hier und da ein bisschen aufräumen und mal gucken, was da so abgeht, oder? Auf jeden Fall, so machen wir's. Okay, dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, wir uns selber eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch, nicht wahr? Ja, auf unseren Nacken, Freunde! Und dann sehen wir uns hoffentlich alle bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüss! Tschüss!
Haut rein. Ciao. Tschüss.